in einem bretonischen Trikot zu fahren, in der Tour de France, die durch die Bretagne geht, in einem bretonischen Jersey, das ist unglaublich. Ich bin aus dem Ausland, wo ich Englisch sprechen musste, wieder zurück nach Frankreich, fast am Beginn meiner Geschichte in der Bretagne. Ich bin jetzt einfach super glücklich, hier zu sein. Es war fast eine Herzensangelegenheit. Zurückzukehren in die Bretagne war sehr wichtig. Und das ist ein schönes Projekt. Ich habe es fast im Blut. Ich fühle mich sehr verbunden mit meiner Region. Meine Familie ist hier, in dieser Umgebung, die ich einfach nicht verlassen kann. Ich habe es versucht, aber das war hart und ich bin schnell wieder zurückgekommen. Out of the corner. They straighten up for the finish. It's Barguil who's got his nose in front. As Barguil, the brave of Brittany, celebrates in Foix. Ich habe mich fast wie ein Junior gefühlt, wenn ich wieder attackiert habe. Und das war ein Vergnügen, ohne große Hintergedanken. Ich war einfach da, versuchte eine Etappe zu gewinnen, ohne auf die Gesamtwertung zu schauen. Ich möchte einfach nur Spaß haben. Natürlich ist es hart, zwei Etappen zu gewinnen und das Bergtrikot. Aber im Leben sollst du nicht aufgeben und das werde ich auch nicht tun. Wenn ich noch einen Etappensieg holen kann oder ein zweites Bergtrikot, das wäre unglaublich. Vielleicht ist das zum letzten Mal mein Fokus, denn in der Zukunft möchte ich auch auf die Gesamtwertung schauen.